20 Jahre jung, Jannis Horn. Und letzte Woche gegen, nee, halt erster Spieltag gegen Marco Richter unentschieden gespielt. Und insgesamt kommt er auf 16 Einsätze in der zweiten Bundesliga. Ich denke, wir dürfen wieder ein spannendes letztes Finalspiel, zumindest für den Samstag hier im Derby, erwarten, Peter. Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn man sich so ein bisschen anschaut, wie die Verläufe dieser beiden Teams waren. Wolfsburg, du hattest es gesagt, erst am zweiten Spieltag überhaupt eingestiegen in diesen Wettbewerb, um das mal als Wettbewerb zu betiteln, ist es ja eigentlich nicht, weil es gibt gar keinen echten Wettbewerb, sondern es ist eine Unterhaltungsangelegenheit sozusagen. Da gestartet mit Salter gegen Tim Latka, also gegen Schalke damals, und Lino Kasten. Also der VfL Wolfsburg brennt auf Lino Kasten. Der hat alle Spiele gespielt und wird auch heute wieder spielen. Der hatte eine Niederlage und einen Sieg, muss man sagen. Dementsprechend bis dato ausgeglichen. Und bei den E-Sportern wird aber schön durchgewechselt. Erst Salzor, dann Dullenmaik, jetzt Bene CR7, also Bene Bauer. Da wird es nochmal interessant. Auf der anderen Seite, bei Hannover 96, war es immer Don Chapp, also immer der E-Sportler, der gleich geblieben ist. Die waren schon seit dem ersten Spieltag mit dabei für sie, also der vierte Spieltag. Don Chapp alle Spiele bestritten und hatte bis zum letzten Spieltag, tatsächlich, also die ersten beiden Spieltage, beide verloren und durfte trotzdem immer wieder ran und hatte auch offensichtlich Spaß dran. Ihm wurde weiter vertraut. Letzte Woche hat er sich einen Sieg geholt und zwar mit 2:9. Ein ordentlicher Sieg. Diese Woche wird er das Ganze sicherlich gegen Bene CR7 bestätigen wollen. Und in der Bundesliga Club Championship, hattest du es auch gesagt, da gab es das Duell schon mal und wir werden es heute wiedersehen. Also auch das wird nochmal sehr spannend werden. Bei Hannover 96 wurde wiederum gewechselt bei den Profis. Jannis Horn ist trotzdem wieder mit dabei. Er hat also das erste Spiel bestritten. Damals gab es ein 1:1 gegen Richter vom FC Augsburg. Danach war Julian Korb zweimal dran. Der hat zwei Spiele verloren. Vielleicht deshalb wieder der Wechsel auf Jannis Horn. Ich will ja nichts beschreiben. wer weiß. Er ist auf jeden Fall wieder da bei der Bundesliga Home Challenge und darf sich hier zu Don Chapp wieder dazugesellen. Wird interessant. Im Endeffekt haben wir eine ähnliche Situation. Also wir haben eine ähnliche Situation wie eben gerade Bochum gegen Bayer Leverkusen. Wir haben zwei Top-E-Sportler, die auf einem sehr hohen Niveau sind, die sich durchaus wieder nicht schenken werden. Das haben wir ja durch den ganzen Tag gesehen. Das haben wir vorher auch schon angesprochen. Den ganzen Tag über hatten wir, glaube ich, bis auf ein Spiel, und das war eben das Spiel der Schiedsrichter, auch immer ein echtes E-Sportler-Duell. Und jedes dieser E-Sportler-Duells war tatsächlich auch extrem eng. Also wir hatten kein Duell, wo es wirklich in irgendeine Richtung komplett ausgeschlagen ist. Und das werden wir auch gleich sehen. Also wirklich wieder taktisch basierte Spiele. Ich denke wieder Fokus auf die Defensive. Jeder, der FIFA 20 spielt und ein bisschen tiefer drin ist, der wird eben das von den Profis erwarten können. Und jeder, der dann sagt, hey, das sieht aber nicht so schön aus. Nein, ist es nicht. Aber nicht jeder Fußball sieht eben schön aus, sondern man will auch erfolgreich sein. Und ich denke, genau darauf wird es gleich hinauslaufen. Bundesliga Home Challenge. Die Jungs werden fighten um jeden Meter auf dem Platz. Und dann geht es halt gegen Lino Kasten und Jannis Horn. Da werden wir den spaßigeren Fußball sehen. Da werden wir mehr Lücken in der Defensive sehen. Wir werden wieder mehr Tore sehen. Ich glaube, beide Spiele auf einem ähnlichen Niveau. Wenn beide schaffen, ihr Offensivspiel ein bisschen durchzubringen und die Lücken, die jeweils der andere eben einem gibt, ein wenig umzusetzen, dann wird es eine sehr, sehr schöne und torreiche Partie. Also jetzt erstmal ein bisschen Taktik, ein bisschen Fokus und nachher, glaube ich, nochmal zum Abschluss des Tages viel Spaß, viel Freude, hoffentlich viele Tore. Wird nochmal ein richtig geiles Match. Und Nordderby, Wolfsburg gegen 96. Nordderby und bei den Wolfsburgern ein glückliches Händchen auch in der letzten Woche gehabt. Also da musst du sagen, bei den E-Sportler-Duellen haben die Wolfsburger schon überrascht. Michael Megabit Bittner, der deutsche Meister, verliert gegen den 17-jährigen Dylan Dullenmaik Neuhaus. Also da haben die Wolfsburger mit einem 1:3 war das in der letzten Woche gut aufgetischt. Jetzt also die Frage, ob Bene CR7 genauso für die Überraschung sorgen kann gegen Don Chapp.
Klar wird durchgewechselt. Auf der anderen Seite eben genau für sowas ist die Bundesliga Home Challenge halt auch wirklich gut, damit du testen kannst mit deinen E-Sportlern oder vielleicht eben sogar Turniere veranstalten kannst, so wie wir das in Mainz gesehen haben. Der Sieger, der hat heute schon ordentlich was abgerufen in der Partie Mainz gegen Wiesbaden. Lars Wermke 4:1 gegen Simon Bremo Döring auch abgerufen. Dann haben wir morgen in der Partie HSV gegen St. Pauli auch einen Finalisten aus zwei Online-Turnieren, Can Tuna, der antreten wird für St. Pauli. Und entsprechend diese schönen Turniere, die das auch so ein bisschen noch mit knackig gemacht haben, wo man E-Sportler gesucht hat, wo man neue Gesichter gesucht hat, natürlich Fans, Leute, die verbunden sind, auch dem Verein, die hier die Chance kriegen, in der Bundesliga Home Challenge sich mit einem Profi zu messen. Ist eine tolle Sache. Alles unter dem Motto Stay Home and Play. Natürlich alle von zu Hause, PlayStation 4, Online-Modus. Und so wollen wir so ein bisschen Unterhaltung bringen. Und dieser vierte Spieltag, ich glaube, der verspricht absolut nicht wenig Unterhaltung. Der hat heute schon einiges geboten und der wird euch auch morgen, Freunde, wieder unterhalten. Mit tollen, spannenden Partien. Wir fangen morgen an, um da mal ein bisschen darauf einzugehen. Was erwartet euch noch? VfB Stuttgart gegen SC Freiburg. Morgen 15.30 Uhr. Und dann haben wir 16.20 Uhr. FC Union Berlin gegen Hertha BSC. Das Berliner Stadtduell. Auch das wird ein packendes Derby. 17.10 Uhr. Augsburg gegen Jahn Regensburg. 18 Uhr, wie gesagt, das nächste Stadtderby, Hamburger SV gegen FC St. Pauli. Auch das wird ein richtig geiler Kracher. Nürnberg gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth, auch da eng beieinander, wird eine spannende Nummer. Und RB Leipzig, Dynamo Dresden, brauche ich auch nicht viel zu sagen. Ostduell wird eine richtig spannende Partie. Und dann das Finale morgen, was die Derbys betrifft, vierter Spieltag Bundesliga Home Challenge mit Paderborn gegen Arminia Bielefeld. Also das muss man dann auch sagen, das war so gewollt bei dem vierten Spieltag. Keine Auslosung, sondern wir haben gesagt, oder es wurde gesagt, dass eben Derbys kommen, um euch schöne Spannung und schöne Unterhaltung zu bieten. Und damit können wir reingehen in die letzte Partie des heutigen Abends in das letzte Spiel. Wir starten natürlich mit den E-Sportlern. Wir starten mit Benedikt Bene CR7 Bauer und Marcel Doncep Deutscher in die letzte Begegnung. In das letzte Derby und ich bin wirklich gespannt, was die beiden abrufen. Und ihr könnt übrigens mitdiskutieren und zwar unter dem Hashtag Bundesliga Home Challenge. Und ich spreche es an, weil ich gerade tatsächlich auch nochmal durchswitche durch diese Hashtags. Und da gibt es einen ganz netten von einem Schalke-Fan. Okay, jetzt ist es klar, Saison abbrechen und bis 2035 nur noch virtuell. Da läuft es bei uns. Hashtag Schalke 04, Hashtag Derby-Sieger, Hashtag Bundesliga Home Challenge. Also, auch so kann es laufen. Ja? Die Schalker sind auf jeden Fall zufrieden heute. Sieg gegen die Dortmunder 0:8. Ab geht die wilde Fahrt. Ja, ja, so ist das. Ich glaube, diese Partie hat heute die meiste Aufmerksamkeit. Aber zu Recht irgendwie die meiste Aufmerksamkeit. Auch dieses Hinspiel schon mit den beiden E-Sportlern. Wenn ihr es verpasst habt, schaut euch nochmal an. Einfach wirklich spannend, packend und genauso darf das jetzt gerne auch noch weitergehen. Also, letzte Begegnung am heutigen Abend hinein in die Partie und damit rein in Hannover gegen Wolfsburg. Bene CR7 gegen Doncep und die Hannoveraner in den Heimtrikots mit Doncep von links nach rechts, Wolfsburg mit Benedikt ebenso in den neuen Trikots, in blau von rechts nach links. Der Ball, der erste bei Marcel, der auch erstmal in Ruhe aufbaut.
die Lücke natürlich wieder sucht. Wir haben es im Vorhinein gesagt, diese E-Sportler-Partien können etwas weniger torreich werden, weil natürlich beide auch darauf bedacht sind, so wenig wie möglich Fehler zu machen. Die wollen sauber abliefern. Für die ist die Bundesliga Home Challenge auch eine Möglichkeit, sich zu bewähren, sich zu zeigen in den Partien. Und deswegen gerade die E-Sportler sicherlich auch in dem einen oder anderen Moment ein bisschen verbissener. Auch da wurde oft diskutiert über Taktiken, über Strategien, die gefahren werden. Letzten Endes, die Jungs wollen gewinnen. So ist das nun mal gerade auch bei den Derbys. Am heutigen Spieltag der Bundesliga Home Challenge. Und die Möglichkeit für Benedikt, aber gut verteidigt. Und wieder Bene. Sucht die Lücke mit den Wolfsburgern, mit Steffen über rechte Außenbahn, hinten rum nochmal gespielt. Sucht die Lücke, Ginzek. Und die war schon mal ein erstes Antasten. Die Möglichkeit, konnte es aber nicht nutzen, kriegt aber sehr schnell den Ball wieder zurück. Also schlecht hinten rausgespielt von Doncep. Und somit Bene mit dem nächsten Anlauf. Ginzek wieder. Ginzek wird gestört. Chiri sagt, alles fair, alles gut. Gibt keinen Strafstoß. Stattdessen der Ball bei Doncep. Und der hat bisher noch nicht wirklich in dieses Spiel hineingefunden. Vielleicht ja mal jetzt. Nein, auch da wieder gut dazwischen. Und ich habe es im Vorhinein gesagt, Wolfsburg hat in der vergangenen Woche mit Dullen Mike absolut überrascht. Gegen Megabit 3:1 hat der 17-Jährige den Sieg eingefahren. Und auch jetzt Bene CR7 macht das gut. Und Doncep hat hier zu kämpfen, dass er die Wolfsburger raus aus seinem Strafraum hält. Ball geht rüber. Doncep, auch er wieder in Ruhe, der Spielaufbau. Bene macht es ihm nicht leicht. Steht gut in den Räumen. Jetzt vielleicht mal eine Möglichkeit, schnell gespielt. Soto, und da ist die erste Möglichkeit für Marcel Deutscher. Erster Abschluss, Keeper noch dran bei den Wolfsburgern. Und dann gibt es, glaube ich, auch schon die ersten Anpassungen. Auch da natürlich die E-Sportler immer hinterher, Feinheiten anzupassen, zu verbessern, dass man immer noch besser wieder ins Spiel zurückfindet. Und auf Seiten von Doncep muss man auch sagen, er braucht hier noch einen Push. Das war bisher der erste Abschluss zwar für Hannover, aber das hat 28 Minuten gedauert. Das ist nicht wenig. Bis dahin, Bene CR7, der Mann des Spiels, hat die meisten Ballkontakte, also spielt das meiste runter. Lino Kasten klärt. Auch den sehen wir gleich noch gegen Jannis Horn. Also hier ist bisher noch nicht das Spiel des Marcel Deutscher. Kann aber alles noch werden. Halbe Stunde gerade mal rum. Und wieder Doncep. Kriegt nicht den Abschluss. Bene CR7. Er bleibt fokussiert. Beide sieht man nicht so wirklich. Der eine hat die Kamera sehr hoch. Der andere versteckt sich. Und Bene kommt ran. Und da regt er sich auf. Mensch, warum? Warum mache ich den nicht? Er muss sich mal belohnen. Er spielt immer wieder gut ran, aber er belohnt sich nicht für seine Offensivmöglichkeiten. Und Peter, dann kommen wir wieder zu dem Punkt, wenn du die Dinger vorne nicht machst, kriegst du hinten reingeschenkt. Ja, vor allen Dingen bei dem Niveau, die beide haben. Also natürlich lässt sich das so ein bisschen gerade
in Richtung Wolfsburg tendierend anzeigen, aber Doncic ist ein klasse Spieler und wenn der einmal ins Rennen kommt, dann hast du vielleicht ein Problem und dementsprechend musst du halt aufpassen, dass du die wenigen Chancen, die ich ja vorher auch schon angekündigt habe, es wird sehr taktisch sein, es wird sehr darauf bedacht sein, eigentlich die Defensive zu halten und vorne dann irgendwie die wenigen Chancen, die man bekommt, eben auch zu machen. Und wenn man sie nicht macht, du hast es gesagt, dann kann es passieren, dass man sie eben hinten reinbekommt. Und das wird spannend zu sehen sein in den nächsten Minuten. Aber erstmal wieder Bene zieht hier halt wieder zurück, weil Doncic wieder sehr gut zumacht. Und dann ist komplett der Weg wieder dicht. Nochmal rein. Ginczek versucht sich reinzudrehen. Abseits, Felipe ist da. Da gibt es noch nachträglich die gelbe Karte. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Was war das, Steve? Nicht wirklich nachbekommen, ist wahrscheinlich auch schon eine ganze Weile her. Wir sehen halt auch, und das muss man immer wieder betonen, die E-Sportler ziehen das gerne auch mal in die Länge. Also wenn hier eine Pause angemeldet wird, so ein Spielzug, bis der dann mal irgendwo im Ausland ist, der Ball, das kann eine ganze Weile dauern. Auch hier bei dieser gelben Karte war das so, dass das lang her ist schon. Jetzt aber die nächste Möglichkeit mit Ginczek. Ginczek, oh, da guckt er, gibt es da vielleicht einen Strafstoß? Nee. Schiri zum zweiten Mal ganz klar mit dem Nein zum Strafstoß. Und Doncic nochmal über die linke Außenbahn. Vielleicht jetzt mal eben. Kann er Bene bestrafen? Der steht mit Brooks richtig gut. Hinten der Hacke, das macht er klasse. Und jetzt chippt er den sich hoch und klopft den einfach mal nach vorne. Auch das sind solche Dinge, die siehst du eben bei den Profis. Gebracht hat es nichts, aber naja, zumindest sah es schön aus, Peter. Ja, schön aussehen. Aber das ist das erwartete Spiel. Es ist sehr taktisch, es ist ruhig. Beide geben sich natürlich Mühe. Bene lächelt natürlich noch ein bisschen. Der weiß natürlich auch, dass da mehr geht. Aber nochmal, beide sind Vollprofis. Beide sind bei der Virtual Bundesliga Club Championship mit dabei. Der kleine Unterschied, den sie in dieser Saison gehabt haben, die Wolfsburger haben es geschafft in die Finals. Die Jungs von Hannover 96 haben es ganz knapp verpasst, indem sie Achter geworden sind. Ja, wahnsinnig interessant, was tatsächlich so an Qualität einfach da ist. Und nochmal, das haben wir heute ganz, ganz oft gesehen und immer einfach dieser Unterschied, wenn da die Profis, die E-Sport-Profis auflaufen, dann ist es immer ein anderes Spiel und das liest man dann natürlich auch immer wieder in den Chats auf den jeweiligen Kanälen, wo wir drauf sind, wo immer gesagt wird, ja, es dauert immer so lange, bis ein Abschluss kommt. Na klar, es sieht immer so einfach aus, wenn man gegen einen verhältnismäßig schwachen Gegner spielt, dann kriegt man auch viel Chancen. Aber wenn beide ein hohes Niveau haben, dann sind eben die Chancen einfach nicht da. Und deshalb ist das ganz normal und abzusehen. Und wenn der erste Treffer fällt, dann kann sich ein bisschen was verändern. Bis dato haben wir eben keinen. Und dementsprechend spielt jeder erstmal auf Sicherheit. Und gerade auf dieser Bühne, Bundesliga Home Challenge, da will sich keiner der Jungs eine Blöße geben. Bisher machen sie das auch beide nicht. Die Abschlüsse, die lassen ein bisschen zu wünschen übrig. Aber wir sehen natürlich ein fokussiertes FIFA, das ist so ein bisschen der, ja, wie wenn der FC Bayern eben sich eine halbe Stunde die Kugel hin und her schiebt und dann macht er drei Pässe nach vorne und dann sind die drinnen. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Auf höchstem Niveau versuchen die E-Sportler hier in Ruhe ohne Fehlpässe und gerade diese Quote, diese Passquote, 90% und mehr. Jetzt mal Möglichkeit. Mit der Hacke, schön gedacht, am Ende allerdings trotzdem ein bisschen zu kurz. Also bei 90% Passquote, natürlich bleiben da wenig Räume für Fehler und natürlich geben sich wenig Chancen und dann eben auch wenig Tore. Das sieht vielleicht nicht so schön aus, ja, aber das ist eben auch FIFA, dass du keine Fehler machen willst, dass du dir auf dem Niveau keine Fehler vor allem erlauben können darfst. Aber dafür haben wir die Partie der Profis, die sich auf dem Platz, auf dem echten Grün nicht die Fehler erlauben dürfen, hier aber schon auch gerne mal die eine oder andere Lücke mit freilassen. Wieder gut von Doncic zurückbekommen, den Ball. Teuchert, jetzt bringt er den wieder steil, aber Kasten ist da, rennt gut hinein.
Auch hier wieder gut verteidigt. Einfach auch gut mit dem Keeper rausgegangen. Da muss man sagen, Bene und Doncic machen das wieder stark. Und dann wird es wahrscheinlich eben die eine Chance sein, die dieses Spiel hier vielleicht entscheidet. Das könnte noch eine gelbe Karte gerade nach sich ziehen, der Haken dort. Kaiser, Spiel läuft aber auch weiter. Tarnat mit dem Ball auf Soto und wieder gut verteidigt. Beide haben es im Strafraum oder machen es im Strafraum dem anderen verdammt schwer. Ja, es ist so. Also jetzt vielleicht mal ein schneller Angriff hier von Bene, den muss aber dann auch in den Strafraum bekommen, bekommt auch auf Ginczek, aber wieder Hyperstar. Und da siehst du auch, der ärgert sich. Also na klar, endlich mal eine Chance, wo ich ein bisschen Raum bekomme, wo ich den Ball etwas hinter diese Viererkette bekomme und dann muss ich ihn zurückspielen und wieder ist Doncic wach und wieder verteidigt er es richtig gut und jetzt mal der Konter auf der anderen Seite weitern, der Ball kommt nicht richtig raus, das ist weniger spektakulär, würde ich sagen. Es ist nicht weniger schön, es ist taktisch schön, aber es ist einfach weniger spektakulär, als wir das zu sehen bekommen, was wir eben von den Fußballprofis, von den Lizenzspielern zu sehen bekommen. Oh, und dann versucht er mal mit Soto einen direkt zu nehmen. Und dieser Gesichtsausdruck von Doncic sagt eigentlich alles. Erschreckt er sich vor sich selbst. Aber ja, auch solche Dinger musst du halt einfach mal probieren. Wenn du nicht wirklich durchkommst, dann musst du halt auch mal was Neues ausprobieren. Und jetzt gehen wir ins Pausenmenü. Jetzt gibt es frische Leute und verhältnismäßig früh bei den Jungs. Die wissen natürlich auch, hey, ein bisschen Gas geben, frische Leute rein, noch ein bisschen mehr Tempo und dann könnte es was geben. Also, wenn sie so weitermachen, werden wir, denke ich, auch nochmal eine Chance bekommen, dass wir hier nochmal ein Trefferchen sehen. Ich denke schon. Also, das sieht noch sehr schwer aus für beide, aber ich glaube, wir werden diesen Treffer sehen und ich würde aber auch sagen, das wird dann der entscheidende Treffer. 20 Minuten haben wir auf jeden Fall hier noch zu gehen. Da bleibt noch ein bisschen Zeit, aber wir haben ja die Rekorde im Endeffekt schon am heutigen Tag gehabt, gerade gefunden mit dem Hashtag Bundesliga Home Challenge. Ein 8:0 von Schalke gegen Dortmund, das ist historisch, das gab es in der Tat noch nie. Also gut, auf dem echten Grün. Das muss man natürlich dazu sagen. Aber auch da, die Schalker feiern das. Ich glaube, die Stimmung zwischen beiden Blöcken ist immer noch heiß dort. Und wir haben heute diesen besonderen Tag mit diesen besonderen Duellen. Also werden wir wahrscheinlich auch in ein spannendes letztes Derby hier reingehen, letztes Nordderby mit Wolfsburg-Hannover. Die bei den Profis 0-0, dieses 0-0, das hatten wir wie gesagt auch schon. Deswegen ziehe ich den Vergleich bei Dortmund. Auch da 0-0 nach dem Hinspiel der E-Sportler, dann kam das Duell der Profis und dann haben wir die Entscheidung gesehen. Also vielleicht hier der Vergleich da. Gerade eben hatten wir mit Kai Wollin auch ein 2-2. Also so ein Unentschieden bei den E-Sportlern, gar nicht mal so ungewöhnlich. Und Bene versucht es wieder. Immer wieder die kurzen Pässe, immer wieder irgendwie die Lücken suchen. Jetzt ist mal eine da, kriegt er den noch in die Mitte hinein? Nein, kriegt er nicht. Vielleicht der Chip wäre da die bessere Wahl gewesen. Und jetzt gibt es den Flankenwechsel und ein bisschen Raum für Doncic. Schnell wieder nachgegangen, gut dazwischen gegangen. Also die machen sich's beide hier verdammt schwer. Ich glaube, das sieht für den Zuschauer zu Hause ein bisschen schwierig aus, aber wenn ihr das selber spielen würdet, ihr wärt auch froh, wenn es bei so einer engen Partie noch 0-0 steht, beziehungsweise wenn ihr dann eben diesen erlösenden Treffer macht. 4 Minuten sind es noch zu gehen. Vielleicht kommt ja noch der Treffer. Doncic. Gut verteidigt von Bene. Nochmal die Möglichkeit für Bene, CR7 vielleicht einen Konter zu fahren und diesen einzubringen. Nein, gut dazwischen gegangen. 88. Spielminute. Also ein bisschen Zeit noch. Oder glaubst du, Peter, dass die sich hier mit diesem Unentschieden jetzt auch zufrieden geben? Ja, weiß ich nicht. Also die letzte Minute wird natürlich immer nochmal genutzt, um den Angriff zu fahren. 2 Minuten Nachspielzeit sind auf der Uhr. Bene bekommt nochmal den Ball und wird nochmal alles dafür tun, um diesen letzten Angriff irgendwie nach vorn zu treiben.
Zufrieden geben wird sich hier natürlich keiner, aber viel Zeit ist nicht mehr. 2 Minuten sind jetzt auch um und der Schiri lässt auch null mehr nachlaufen oder hinterherlaufen. Von daher 0-0 Endstand hier zwischen den zwei Profis und ich denke insgesamt extrem gerecht dieses Ergebnis, weil beide vor allen Dingen in der Offensive relativ wenig, ja, ich nenne es mal, auf die Kette bekommen haben, weil der jeweils andere einfach so gut defensiv stand. Und ja. Dementsprechend 0-0, vollkommen in Ordnung. Und jetzt müssen es die Lizenzspieler, die Vollprofis im Fußball entscheiden. Lino Kasten und Jannis Horn. Und das ist so tatsächlich jetzt die letzte Partie, Steve, ja, die wir tatsächlich am heutigen Tag sehen werden. Und ich gehe davon aus, dass wir eine schöne, eine torreiche und trotzdem ausgeglichene Partie gleich sehen werden. Glaubst du, dass wir das erste Unentschieden sehen? Schwierig zu sagen. Es könnte durchaus ein Unentschieden werden. Es könnte aber auch schon dahingehend ein Unentschieden werden, dass wir trotzdem mit vielen Toren dann Unentschieden werden. Ich glaube nicht, dass wir im nächsten Spiel torlos bleiben. Also das haben wir ja selten bei den Fußballprofis. Da gibt es immer ein bisschen was zu sehen. Und nochmal Lino Kasten und Jannis Horn. Wenn ich die Spiele, die ich gesehen habe, mal summieren würde, würde ich sagen, dass sie ähnlich stark sind. Und dass hier jetzt wirklich Nuancen entscheiden werden. Ich glaube, der mehr Chancen vergibt. Also ich denke, dass schon beide mit verhältnismäßig offenem Visier spielen werden. Der mehr Chancen vergibt. Das war heute, glaube ich, auch so ein Stichwort zum Tag. Chancen vergeben. Ganz, ganz viele haben die Profis teilweise liegen gelassen oder aber auch die E-Sportler und dann am Ende sich geärgert. Alle Emotionen in den Highlights kriegt ihr natürlich auch nochmal auf dem offiziellen Twitter-Account bundesliga.de, auf der Virtual Bundesliga. Ja, und dort gibt es immer mal wieder Ausschnitte. VBL Official, der offizielle Kanal der virtuellen Bundesliga. Da gibt es immer wieder die Ausschnitte aus den Partien, wie sie ausgegangen sind, Highlights, Zusammenschnitte. Und da könnt ihr auch eure Beiträge mit zu beisteuern, Meinungen, Stimmungen unter dem Hashtag Bundesliga Home Challenge. Das sind, ja, wie der Peter das gerade schon gesagt hat, richtig schöne immer mal wieder mit dabei. Auch Grüße in Englisch sind da lang nicht mehr so gut unterhalten worden. Genau sowas freuen wir uns drüber. Darum geht's hier, die Bundesliga Home Challenge, dass die Unterhaltung da ist, dass wir euch in der fußballfreien Zeit eben einfach noch ein wenig FIFA, ein wenig Fußball liefern können, Stimmung und packende Derbys eben an diesem vierten Spieltag der Bundesliga Home Challenge. Und damit hinein in die wirklich letzte Partie an diesem Samstag hinein zu den Profis, zu Lino Kasten und Jannis Horn. Ja, und da sehen wir direkt mal eine Formation, die wir heute tatsächlich noch nicht gesehen haben. 4-3-2-1 im Endeffekt mit einem Zentral-D. Also es ist auch so ein bisschen angepasst wieder. Es könnte auch wieder so eine VfL individuelle Taktik sein, weil es die so im System zumindest aus meiner Kenntnis nicht gibt. so wie sie die Wolfsburger wie Lino Kasten da jetzt aufläuft. Und auf der anderen Seite sehen wir ein 4-4-2. Also eine recht breite Formation gegen eine verhältnismäßig schmale Formation. Wird interessant zu sehen sein, was hier am Ende am längeren Hebel sitzt. Auf jeden Fall offensive Formation, das muss man auch ganz klar sagen. Schauen wir mal hinein, ob wir dann auch ein offensives Feuerwerk gleich geboten bekommen in der letzten Partie. Beide auf jeden Fall wieder zu Hause, erlauben uns da Einblicke ins heimische Wohnzimmer in den abendlichen Stunden, 21.40 Uhr. Letzte Partie darf losgehen, Wolfsburg gegen Hannover, die Wolfsburger mit Lino Kasten von links nach rechts und Jannis Horn mit Hannover in den Heimtrikots rot-schwarz, von rechts nach links. Und Lino Kasten eröffnet dieses Spiel. Auch er mit dem Raum, ja, versucht da gleich mal so ein bisschen zu tricksen, zu gucken. Na komm doch mal, Jannis. Gib mir die Räume, die ich gerne hätte, um hier früh schon ein erstes Tor zu machen. Jannis Horn, gut dazwischen gegangen. Hat jetzt in der Partie zum allerersten Mal den Ball.
gibt ihn rüber. Und wieder zurück in den Anstoßkreis. Also auch hier sehen wir, dass mit Geduld aufgebaut wird, das Spiel. Über die linke Außenbahn, dann kommt der Ball zurück in die Mitte. Aber kein Erfolg, dann die Kontermöglichkeit. Jetzt für Linus Kasten, der kommt mit Klaus rein in den 16er. Erster passt nicht, vielleicht nochmal ein zweites Mal. Auch hier wieder versucht er mit Trackback und mit Möglichkeiten, sich den Raum zu schaffen. Abschluss ist da und Zieler klärt. Und da ärgert er sich, Linus Kasten. Der ist heiß. Der Junge, der will hier Tore machen. Das sieht man ihm an. Und der will natürlich für die Wolfsburger hier den Sieg jetzt holen nach dem 0-0 unter den E-Sportlern. Ja, nochmal Richtung Grundlinie. Der Ball und Brooks dazwischen. Babu. Eine Viertelstunde gespielt und es ist das erhoffte Spiel. Also es ist auf jeden Fall ausgeglichen. Die Frage ist, kriegen wir noch die von mir predicteden Tore, Steve? In der ersten Viertelstunde ist ja noch nicht ganz so viel passiert. Ich denke schon. Also Linus Kasten mit einem ersten Versuch. Man merkt auch, dass er viel versucht, hier mit Dragbacks zu arbeiten, sich den Raum zu schaffen. Und irgendwann wird der Moment kommen, wo er durchkommt. Also das ist einfach nur eine Frage der Zeit. Und auf der anderen Seite muss er dann natürlich auch hinten dicht halten. Kommt mit Klaus wieder. Gut gemacht. Und dann war es wieder Zieler. Knapp. Also bei diesen hochkarätigen Chancen ist es wirklich, glaube ich, nur eine Frage der Zeit. Jetzt kriegt er ihn nicht quergespielt am 5-Meter-Raum. Aber du siehst, dass Linus Kasten auch wirklich mit System da spielt. Natürlich ist das beste Mittel, ranzugehen Richtung Grundlinie. Dann spielst du den Ball an den 5-Meter-Raum ran. So wenig wie möglich Abstand zum Tor und dann einfach nur noch rein damit. Rein ins Glück. Aber jetzt muss er hinten aufpassen. Kriegt er gut verteidigt, vielleicht mal über einen Konter, da ist Platz, einer noch auf rechts, setzt sich aber durch, geht mit Ginzek einmal durch und wieder Zieler. Oh, Junge, Junge, also den darf man schon mal machen, den darf man schon mal machen, da spielt er sich richtig gut raus und steht dann vollkommen blank. So langsam aber sicher kommen die Wolfsburger besser in die Partie und wieder Zieler und nochmal der Ball in die Mitte und dann hier der Fallrückzieher, Gerhard. Und wieder am Tor vorbei. So kann's gehen. So kann's gehen. Also, Lino Kasten macht hier langsam aber sicher Druck auf den Kasten der Hannoveraner. Das macht er und kriegt hier eine gelbe Karte, Gerhard. Auch da muss man sagen, heute wenig Karten. Eine einzige rote haben wir gesehen. Das war dann im Revierderby zwischen Dortmund und Schalke. Da war der Frust dann am Ende bei Ashraf Hakimi zu groß. Und da war die nächste gute Möglichkeit. Wieder mal von der Ecke mit dem Kopf. Also, wir sehen heute vor allem eben auch, dass diese Prediction, hohe Bälle, Kopfbälle in FIFA, das ist den Spielern egal. Die nutzen das trotzdem. Die wollen trotzdem irgendwie zu den Toren kommen. Und Lino Kasten über die Mitte. Gut dazwischen gegangen. Gibt es die Möglichkeit für den Konter? Da müssen sie es abbremsen. Und Jannes Horn, auch er. Bedacht, in Ruhe sucht er die Lücken. Also beide hier ziemlich diszipliniert und da ist die Möglichkeit einmal, zweimal und wieder Linus Kasten. Ah. Ja, und wenn sie so weitermachen, dann schwindet meine Hoffnung, hier viele Tore zu sehen. Also der nächste dick vergebene.
Ja, und Lino Kasten hält den Kasten sauber, um diesen Spruch ins Phrasenschwein noch mit reinzuschmeißen. Also bisher ist das hier echt wirklich eine enge Nummer. Gibt es die Möglichkeit? Nein. Wieder gut verteidigt. Also ich gehe mit. Also im Moment sieht es nicht nach Toren aus, aber auch, weil beide hinten ordentlich was dafür tun und nicht nur die beiden selber, sondern bringen wir es mal auf den Punkt, die beiden Keeper. Zieler und Kasten, das sind die, die hier verantwortlich sind, dass es hier noch 0-0 steht. Und jetzt die nächste Möglichkeit mit Gincheck und wieder Zieler. Ja, 2 Minuten noch in Halbzeit 1. Und die Hannoveraner im Ballbesitz. Horn in dem Ballbesitz, Horn auf dem Weg nach vorne. Das könnte so eine Crunch-Time-Minute werden. Wenn es die ganze Zeit nicht läuft, in Minute 45 geht es immer. Prep! Und Kasten macht sich lang. Nochmal Ecke. Flanke kommt hoch rein. Der Kopfball rot getimt. Nochmal meiner. Und das Aluminium. Eieiei. Nochmal Prep. Nochmal der Ball in die Mitte. Wieder Kasten. Und jetzt ist der Ball raus. Und das soll es gewesen sein? Fragezeichen. Tarnert nochmal. Jetzt ist der Schiedsrichter gnädig und schickt die beiden in die Kabine. Also die eine oder andere gute Chance haben wir gesehen. Ich hätte durchaus ein Tor verdient gehabt. Also beziehungsweise die Jungs hätten durchaus ein Tor verdient gehabt, aber natürlich auch wir als Kommentatoren in dem Fall tatsächlich nicht. 6 Torabschlüsse auf beiden Seiten, 5 aufs Tor, glaube ich, auch auf beiden Seiten. Sieht gut aus, ist auf jeden Fall ein Hin und Her, ein fröhliches Hin und Her. Nur die Tore, die bleiben noch aus tief. Wann sehen wir eins? Es wird eng bleiben, glaube ich, in der zweiten Halbzeit. Ja, wann sehen wir hier endlich einen Treffer? In der Partie noch kein einziger Treffer in dem Hinspiel der E-Sportler und eben jetzt auch in der ersten Halbzeit hier. Woran liegt das? Ja, das liegt zum einen an den starken Keepern und zum anderen an der, auch hier wieder von den Profis, sehr disziplinierten Spielweise. Die überlegen ganz wohl, wo sie vielleicht die Pässe platzieren, versuchen so wenig wie möglich Fehlpässe zu produzieren, spielen da auch nicht wirklich oft auf Risiko, sondern immer wieder auch noch, ist das jetzt der perfekte Winkel, kann ich so abziehen? Einmal gerade eben aus zweiter Reihe, da war das Aluminium dann auch noch schuld, dass wir hier nicht den ersten Treffer haben. Also so ein bisschen hat man das Gefühl, der FIFA-Gott, der sagt sich, nee, zwischen Hannover und Wolfsburg gibt es halt keinen Treffer. Das wär's ja. Also 2-0-0 haben wir ja noch nie gehabt. Das wäre Premiere. Aber da glaube ich noch nicht dran, denn die Jungs sind heiß. Die sind auf dem Weg nach vorne. Sie wollen das Tor nur treffen. Das funktioniert noch nicht so richtig. Jetzt mal wieder zurückgespielt. Kasten raus auf den Babu. Schlager und vorne 3, 4 Mann. Guckt erst mal an, da ist eine gesamte Kette vorne drin. Jetzt kommt er an. Klaus und Zieler stehen wieder richtig. Nochmal Zieler. Oi, 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 oi. Schlager mit der nächsten Möglichkeit und wieder Zieler. Also, der will nicht rein. Der will nicht rein. Ja, da schmatzt mir doch eine Sau. Gibt's ja gar nicht. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die Keeper hier nicht im 85er-Modus gestartet sind. Die laufen hier auf 99 auf. Die halten ja alles, aber wirklich alles. Das ist absolut verrückt. Und ich glaube, wenn es diesen einen Treffer gibt, dann ist der auch die Entscheidung. Und da ist es nicht die Entscheidung. Weiterhin Jannes Horn zu weit drüber. 30 Minuten noch. Also ich erwarte, dass wir noch ein Trefferchen sehen. Jetzt vielleicht. Dux, Dux! Und er geht wieder daneben. Eieiei. Es kann doch nicht sein, dass wir am letzten Spiel des Tages tatsächlich keinen Treffer sehen. So langsam solltest du mit deinem "Ich erwarte hier noch einen Treffer" vorsichtig sein, Peter. Es ist eine absolut verrückte Partie. Ohne die Keeper läuft hier gar nichts mehr. Wenn die der Meinung sind, ich bleibe jetzt hier wie der Fels in der Brandung, und Lino Kasten macht sich lang, schnappt sich die Pille und dann wieder. 65. Minute, also mit ein bisschen Glück, 92, sind wir zu gehen. Da haben wir noch ein bisschen Platz.
Philippe ist dazwischen. Es gibt den Freistoß. Vielleicht mal mit einem ruhenden Ball. Auch das eine Möglichkeit. Ich würde ja jetzt lachen. Er zieht in die richtige Richtung. Macht er das Ding jetzt einfach mal direkt? Der macht es direkt, aber der ist noch abgefälscht. Der ist am Ende leider nicht so gut. Aber aus dem Winkel kannst du das auch mal bringen. So, jetzt mal Zieler. Ein bisschen weit draußen aus dem Kasten, aber trotzdem knallt er den wieder über die Latte. Eieieiei. Hier durch die Beine, da geht's. Können wir nochmal die Statistik bitte sehen, Jungs? Einmal bitte die Torabschlussstatistik. Gefühlt hat jeder schon 10 und er will einfach nicht rein. So, jetzt gibt's nochmal frische Leute, die können dann nochmal besser schießen. Let's go! Die letzten Minuten dieser Partie, die letzten Minuten des heutigen Tages, des vierten Spieltags der Bundesliga Home Challenge. Steve. Das Tor ist verriegelt. Und ich glaube, beide Dinger sind irgendwie gerade verriegelt. Ich will mich gar nicht festlegen, wer hier wirklich die Entscheidung bringt. Jetzt ist mal Platz für Jannes Horn. Aber dann stockt er direkt wieder zurück. Pripp, Stendera, Teuchert, Stendera mit Pripp zusammen wieder. Stendera, der versucht es. Da ist noch ein Verteidiger dazwischen. Dann kuscheln sich beide um. Aber das wäre zu ärgerlich, wenn wir hier am Ende durch einen Elfmeter das einzige Tor sehen. Aber so wie dieses Spiel verläuft, geht selbst der Elfmeter nicht rein. Also, ich wollte sagen, wahrscheinlich kriegen sie es hin, den auch noch zu verschießen. Jetzt die nächste Möglichkeit. Mal Raum ist da, das Tor ist leer und jetzt ist er drin. Abseits! Und es ist abseits. Der einzige, der über die Linie geht, ist auch noch abseits. Freunde, was ist denn hier los? Das ist abseits. Da habe ich mich gerade zu früh gefreut, dass hier wirklich vielleicht noch der Treffer kommt. Mehdi. Eieieiei. Was ist das für ein verrücktes Finale hier am ersten Spieltag, also am ersten Tag, am Samstag des vierten Spieltags der Bundesliga Home Challenge. Da wirst du doch kirre als Kommentator. Da wirst du doch kirre. Die letzten 10 Minuten, die letzten 10 Minuten, ein 0-0 über Hin- und Rückspiel haben wir noch nicht gesehen bei der Bundesliga Home Challenge. Wir wollen das auch ungern sehen. Wir wollen hier noch ein Tor. Wir wollen einen Sieger jetzt. Also, ich muss sagen, löblich, dass Horn immer wieder versucht, die Kopfbälle grün zu time-finishen. Aber er trifft sie immer rot. Zieler, eiskalt. Es kann natürlich sein, dass er da wie wild draufprescht auf diesen Schussbutton. Aber dann muss er doch ein bisschen versuchen zu timen. Dann mache ich den doch aus, wenn ich es nicht ernst nehme. Aber ich glaube, das hat nichts damit zu tun. Das ist vielleicht auch schon dieses Draufpreschen nach dem Motto, jetzt komm schon, jetzt irgendwie. Und wenn der den mit dem Controller persönlich über die Linie tragen will. Aber Jannes Horn, nochmal. 87. Spielminute. Kriegt er hier irgendwie eine Möglichkeit? Stendera, nochmal raus. Stehle. Stehle. Bringt ihn nochmal hinein. Und nochmal Pripp. Oh. Und wieder am Tor vorbei. Leute. 89. Spielminute und ich war schon ein bisschen vorsichtig. Ich war gerade mal jetzt so grundlegend pessimistisch, was den Abschluss betrifft. Ja, was? Also. Uns wird hier kein Tor gegönnt. 2 Minuten nee. Gibt's noch oben drauf. Also, Chancen gab's für 3 Spiele. Wenn man E-Sportler nimmt, dann hätte es für 4 Spiele gereicht, um da irgendwie ein Trefferchen zu machen. Aber Heidewitzka, nochmal der Ball in die Mitte, wieder raus. 2 Minuten sind um und das ist original. Wenn jetzt nicht noch ein kleines Weltwunder passiert, nein, tut's nicht. Das ist original. Das erste Mal, dass wir bei der Bundesliga Home Challenge über Hin- und Rückspiel ein 0-0 sehen.
Könnten wir nochmal Verlängerung und Elfmeterschießen bekommen, bitte? Das Tor war nicht nur zwischenzeitlich verriegelt, das Tor blieb verriegelt, Peter. Also, Premiere bei der Bundesliga Home Challenge. Und da kann ich jetzt fünfmal noch auf den Aktualisieren-Knopf drücken. Da passiert nichts in der letzten Da passiert nichts. Es bleibt beim 0:0. Das gibt hier zum vierten Spieltag nochmal ein historisches Ergebnis. Wir wollen nochmal auf die Ergebnisse des heutigen Tages natürlich blicken. Also, SV Darmstadt 98 gegen Eintracht Frankfurt, ein 4:2. Luca Bernhard mit dem 2:0 über Emil Köhler. Erich Berko mit dem 2:2 gegen Nils Stendera. Dann haben wir FSV Mainz 0:5 gegen Wien Wiesbaden, ein 6:4. Lars Wermke, der Gewinner des Stay-at-Home-Cups von Mainz 05, auch erfolgreich hier mit dem 4:1 gegen Simon Döring, und das zweite Duell Jonathan Burkhardt gegen Sascha Mocky Mockenhaupt, ein 2:3 in Wiesbaden, kommt nochmal ran, aber es reicht eben nicht in der Summe. Dann haben wir das historische Ergebnis, das 0:8 zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04. Der Derby-Sieg wird online auf Twitter und Co. gefeiert. Eldos mit dem 0:0 gegen Tim Latka. Auch das spannend bis zur letzten Sekunde. Auch in der letzten Sekunde durch Haaland nochmal so eine Möglichkeit. Verrücktes Ding findet ihr natürlich auch auf Twitter. So, Hakimi 0, Nassim Boujelab 8. Das war die Entscheidung im Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04. Auch das Spiel lohnt sich nochmal in aller Ruhe zu genießen. Werder Bremen gegen Holstein Kiel mit einem 5:3. Der Dr. Erhano mit dem 3:2 gegen Samstag 11 und Devi Selke mit dem 2:1 gegen Dominik Schmidt. Wir haben gesehen, das 4:0 zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln. 0:0 unentschieden zwischen Jeffrey 95, den E-Sportlern, und Tim the Stranger Katnavatos. Und dafür aber dann Louis Siepen mit einem 4:0. Das nächste Spiel. 10 Tore hat er jetzt schon in der Bundesliga Home Challenge geschossen. Louis Siepen, Noah Katterbach hier im Nachsehen. Dann gehen wir rein in die Partie zwischen Hoffenheim und den Schiedsrichtern. Da haben wir einen 10:4. Das sieht deutlicher aus, als die Spiele waren. Auch diese Spiele, schaut sie euch nochmal an. Sie waren spannend, sie waren toll. Martin Petersen nochmal mit der gelben Karte zu Schluss. Schöne Aktion. Also Marcel Schwarz mit dem 6:2 am Ende deutlicher, als das Spiel so grundsätzlich war, gegen Martin Petersen. Munas Dabur mit einem 4:2. Er kassiert nicht die zweite Gelb-Rote in seiner Karriere, aber er besiegt Daniel Schlager auch in dieser Partie. Auch das eine spannende Nummer gewesen, die Spaß gemacht hat zu sehen, zu verfolgen und natürlich auch zu kommentieren. Und dann haben wir den VfL Bochum gegen Bayer 04 Leverkusen mit dem 2:2 der E-Sportler Gianluca Bassinio-Bass und Kaidi Tovolin. Und Ulrich Bapo mit dem Sieg, mit der Entscheidung, das 1:0 gegen Adrian Stanilevic. Ja, und eben gerade, da brauchen wir nicht viel zu sagen, da gab es keine Tore. Premiere VfL Wolfsburg, Hannover 96, 0:0. Wer hätte das gedacht? Kommen wir nochmal auf den morgigen Tag, Sonntag. Denn der Tag heute ist zwar vorbei, aber der vierte Spieltag der Bundesliga Home Challenge geht natürlich noch weiter. Morgen ab 15.30 Uhr wieder live hier bei uns auf den entsprechenden Kanälen. Der VfB Stuttgart gegen den SC Freiburg. Um 16.20 Uhr dann der 1. FC Union Berlin gegen Hertha BSC. Also auch dieses Duell, das Berlin-interne, morgen zu sehen. Um 17.10 Uhr dann der FC Augsburg gegen Jahn Regensburg. Der Hamburger SV trifft um 18 Uhr auf den FC St. Pauli. 18.50 Uhr der 1. FC Nürnberg gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Um 19.40 Uhr RB Leipzig gegen Dynamo Dresden. Um 20.30 Uhr dann der SC Paderborn gegen Arminia Bielefeld. Seid also dabei, wenn es morgen wieder heißt Bundesliga Home Challenge. Stay home and play. Genau so sieht es aus. Das galt für alle E-Sportler, für die Profis natürlich auch, für die Schiedsrichter, die sich im
Trikot im Jersey, im Schiedsrichter-Jersey auch zu Hause hingesetzt haben. Auch das war schön mit anzusehen. Wir haben heute wieder unglaublich viele Emotionen gesehen, Peter. Das war wieder richtig schön zu genießen. Alle sind mit dabei. Wir hatten den Tag, wo gerade bei vielen die Emotionen noch übergekocht sind und wo die Spannung bis in die letzte Haarspitze da war. Also es war ein toller Spieltag, ein persönliches Highlight. Jetzt das verrückte 0-0. Ja, das verrückte 0-0 ist natürlich also vor allen Dingen unter dem Hintergrund, dass es dann Chancen tatsächlich genug gab. Nein, mein persönliches Highlight war tatsächlich Hoffenheim gegen die Schiedsrichter. Es war ein Spiel, wo ich tatsächlich diese 10 Tore erwartet habe, die auch gefallen sind, wenn nicht sogar noch mehr. Aber ein Spiel, das mich persönlich überrascht hat, weil die Schiedsrichter bis zur 60. Minute jeweils in dem Einzelmatch immer sehr gut mitgehalten haben und einem das Gefühl gegeben haben, dass sie dort wirklich mit Leidenschaft hinterher waren und versucht haben, Hoffenheim da ein Schnäppchen zu schlagen. Hat am Ende nicht gelangt, es wurde trotzdem deutlich, aber es ist am Ende einfach deutlicher geworden, als es hätte sein müssen. Und das war mein persönliches Highlight. Richtig, aber gut, da bin ich mit dabei. Das hat einfach Spaß gemacht, dieses Spiel. Einfach mit den Schiedsrichtern und Co. Und ja, die Überraschung halt wieder da. Das absolut und ja, ich hätte nicht drauf gewettet, dass wir zwischen Wolfsburg und Hannover kein Tor haben. Also das ist auch nochmal eine Überraschung heute zum Finale. Also die Spieler haben uns heute wieder einiges geboten. An der Stelle natürlich auch nochmal ein ganz herzliches Dankeschön für all die hier dran teilnehmen, für die Profis, aber auch für die E-Sportler, die uns hier Unterhaltung bieten in der fußballfreien Zeit. Und ich hoffe, wir konnten euch auch gut abholen, gut mitnehmen, durch den Tag geleiten. Und natürlich, wie gesagt, morgen geht's weiter. Zweiter Tag des vierten Spieltags. Und da sind auch nochmal unglaubliche Kracher mit dabei. Also wer der nicht dabei ist, der ist selbst schuld. Das sagen wir jetzt mal so deutlich. So ein Ding. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns vom heutigen Tag. Wir verabschieden uns und bedanken uns bei jedem Zuschauer. Und hoffen, ihr seid morgen mit dabei. Bis dahin und ciao. Und ciao. Tschüss. Danke.